So, damit hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Teil der neuen Forza Horizon 4 Story. Also der neuen Forza Horizon 4 Fähigkeitsstory. Ja, heute befinden wir uns am Anfang aber mal im Forza Vista Modus und schauen uns mal kurz den Ford Mustang an. Wieder hier schön draußen so in dem schönen blauen Himmel da rumsteht. Aber eigentlich geht es mir wieder um die Forza Horizon 4 Fähigkeit Story. Ja. Bei Wie nächster gesagt, das ist der Gelegenheit. zweite Teil. Es gibt wahrscheinlich noch einen Teil. Aber muss man schauen. Route wird neu berechnet. Ich muss erstmal In schauen, 100 ob ich es Metern überhaupt links schaffe, noch abbiegen. einen dritten Teil aufzunehmen oder auch nicht. Aber ich denke mal, es sollte klappen. Und ja. Sorry, dass die ganze Woche kein Video rauskam. Hatte irgendwie wenig Lust auf YouTube und ja, hab mir eher irgendwie hat mich mehr interessiert für Handys auf einmal. Für das neue Samsung Galaxy S10 zum Beispiel. Aber heute versuche ich mich wieder ganz auf Forza zu konzentrieren. Vor allem mal im Winter jetzt, wieder schön in der Winterlandschaft. Und wir sind auch gleich da. Dann geht's weiter mit der Horizon Story. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Und ich versuche auch wieder diese Stellen zu Karten, wo ich wenigstens nichts rede. Und dann müsste es auch hoffentlich auch klappen. 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Und ich hoffe, ihr habt übrigens alle einen schönen Karnevalsfest, also schönen Karnevalstag, Fest, wie auch immer. Du hast dein Ziel erreicht. So, wir sind da. Okay. Das heißt jetzt, gut. So, mit einem Alles BMW. klar, das war die Autobahn. Zeit Super. für einen Ausflug aufs Land. Tun wir was für die Umwelt. Mein Nö. BMW i8, den habe ich vor ein paar Jahren in Frankfurt gekauft. Eigentlich hätte ich mit meiner Oma Sightseeing machen In sollen, aber ich bin Frankfurt. heimlich auf die IAA gegangen. Sag's ihr nicht. Diesmal ist mehr Technik gefragt, was? Zeig ihnen, wofür ein Horizon-Fahrer die Handbremse braucht. Ich dachte, ich hätte die Musik ausgemacht, aber... Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen. Oh mein Gott, okay. Das hier ist schon wieder etwas schwieriger zu handeln. Aber auch hoffentlich leicht. Das war gerade knapp. Sorry, wenn ich gerade nichts sage, aber ich muss mich gerade mehr konzentrieren. Ich glaube, hierbei cutte ich nicht, weil ihr wollt ja auch was von dem Let's Play sehen und nicht so bei anderen YouTubern das halbe Rennen. Also nicht, dass es bei anderen YouTubern das halbe Rennen gecuttet ist. Wenn bei anderen YouTubern das halbe Rennen gecuttet ist, dann macht es eigentlich kaum Spaß, sich noch so ein Video anzuschauen. Spiel ich bin gerade in 4K, also ja.
bin ja mal gespannt, was es gerade gibt. Keine Sorge, die Versicherung zahlt für alles, was du kaputt machst. Glaube ich jedenfalls. Recht gute Driften, aber ja. Oh, jetzt kommt schon der Schnee. Yeah! Oh nein, aber schon das Ziel. Braucht ja gar nicht die Handbremse, aber egal. Genial gefahren! Und? Weißt du, was noch genialer ist? Du bringst mir den BMW zurück und dann laden wir ihn einfach wieder auf. Mann, ey, man kann auch bei dieser Meisterschaft gar nicht drei Dinger schaffen. Außer man fährt extrem gut. Also, was meint ihr? Kann man das schaffen oder kann man es nämlich eben nicht schaffen? Weil ich glaube, man kann es nämlich eben nicht schaffen. Oh Gott, ey, man... ach Mann. Ich versuche die ganzen Sachen nochmal in einem... Also ich versuche die ganzen Sachen nochmal zu machen, wenn ich mal Zeit dafür habe. Ohne halt aufzunehmen dann wieder. Weil... es ist so... es geht, Mann. So. Hast du es gesehen? Es klappt! Auf dem ganzen Festival legen sich aufstrebende Horizon-Fahrer in die Kurve. Jetzt müssen ihnen die Meister die wichtigste aller Fähigkeiten beibringen, wie man so richtig Qualm macht. Das ist genau das richtige Auto dafür. Ein 800A Scout. Der erste SUV. Und immer noch der Beste, wenn du mich fragst. Ist aber nur meine Meinung. Willkommen auf dem Mattkickers Spielplatz. Ein Geländeabenteuerspielplatz mit einer Fläche von einer Quadratmeile. Viel Spaß bei der Schlammschlacht. Alter. Okay, jetzt muss ich also springen, Leute. Jetzt kann ja auch mal vorher in die Hose gehen. Minuten, Herr Uber. Okay. Oh Gott, oh Gott. Cool. Bleib auf der Strecke, wenn's geht. Sie ist echt sehenswert. Schon habe ich jetzt Zeit verloren. Man darf auch wirklich nirgendwo hängen bleiben normalerweise. Ich habe doch sowieso wieder nur zwei Sterne, das war jetzt schon.
Oh. Normalerweise hat jetzt wer, ich hätte es vielleicht schaffen können. Aber. Aber. Nö. Es geht nichts über einen Tag auf dem Mattkickers Gelände. So. Heute noch 20 eigentlich normalerweise von den Dingern. LOL! Top! LOL! Okay. Man muss dafür extrem gut sein, ja, um alles was zu können. Meinen Scout jetzt zurückbringen. Ich krieg langsam Lust, selbst zu fahren. Mann. Ich arbeite schon an unserer nächsten Demo. Also bis bald. Oh Gott, das kann er. Nee. Nee. Nein. Nein. Nie wieder. Okay, Leute, ich glaube, das wird uns weiter raus, weil ich glaube, dieses Teil wurde nicht sehr geschlüpft. Das schafft man gar nicht mal. Mann, das. Boah. Wow. Salah. Schafft man gar nicht, ey. Mann. Okay, noch ein Ding. Aber bevor ich das mache, gehe ich erstmal kurz in die Audio, weil. Radio DJ Streamer Modus. So. Das nächste und letzte Kapitel für heute, für die Folge. Gefällt's dir? Keine rollenden Züge, und ich kein Verkehr, so. Nur jede Menge jetzt? Asphalt. Und mein also, alle meine Zuschauer jetzt oder alle meine Abonnenten jetzt Gym zuschauen. 600 PS, Allradantrieb. Ich werde der hält exakt das, was jeden er verspricht. Sonntag neue Forza Horizon 4 Folge rausbringen. Jeden Sonntag. Komm schon, sei kreativ, aber fahr nirgendwo gegen. Jeden Sonntag eine neue Folge. Weil. Weil sonst ist alles einfach zu viel und dann habe ich kaum Zeit und so. Deswegen. Ja, neuer Versuch, weil, Komm schon, sei kreativ, aber fahr nirgendwo gegen. Ja, ist ja gut. Man, die laufen nicht so gut, die sind einfach nicht mehr so mal, Alter. Was du willst, die mit immer so einer, der immer über gegen fährt. Das ist meistens ohne Grund. Normalerweise könnte man dem von mir mal ein Best-of machen, wie oft ich verkacke. Komm schon, sei kreativ, aber fahr nirgendwo gegen. Oh, super, Alter, super. Sorry, dann wenn jetzt die Folge vielleicht ein bisschen länger geht als die andere, aber. Ah, es regt mich gerade so auf, was man. Aber fahr nirgendwo gegen. Alter.
Jetzt ist mir das egal, jetzt ist mir das komplett egal. Oh, lol. Meine Güte, ich hatte das. Meine Güte, ich hatte das hier gerade wie die Pest zu driften. Wie alt. Erst, man kann das gar nicht schaffen. Dir? Krasses Gefühl, was? Mann. Du kannst mir jetzt die Schlüssel zurückgeben. Komm schon. Einfach loslassen. Mann. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, Leute, ich versuche es jetzt in der einen Woche, wo jetzt keine Videos von Forza Horizon 4 kommt, also nicht dieses Horizon Story. Vielleicht kommt ein normales Video von meiner eigenen Strecke, aber wer weiß. Ich muss sowieso erstmal schauen. Ich habe zwar morgen und Dienstag, also Montag und Dienstag frei, aber ja. Ich weiß halt nicht, ob ich das noch morgen oder so Dienstag machen werde. Aber das muss euch auch nicht kümmern. Ich würde dann mal jetzt sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also ich würde mal sagen, ich verabschiede mich jetzt mit dem schönen Anblick. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag zu einer neuen Folge Forza Horizon 4 Horizon Story Teil Nummer 3. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ihr könnt mir gerne eine positive Bewertung da lassen oder ein Abo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.